man denn hier? Eine atmungsaktive Puppe oder wie? Richtig, das ist die Emily. Es gibt immer Mädchen und Bub. Das ist hier die Emily mit Atemfunktion. Noch jetzt bei der Messe ist natürlich hier ein Kästchen außen, das dann innen im Puppenkörper sein wird. Die Emily hat eine ganz besondere Funktion. Sie kann nämlich atmen und hat einen ganz leisen Herzschlag, der die Kinder beruhigt. Diese Atemfunktion, kann ich die sehen? Ja, natürlich. Wenn man ganz sanft den Brustkorb hier drückt, dann prappelt sie. Momentchen. Ja, wenn man drauf geht, merkt man den, die Atembewegung. Wie sich's auf und ab bewegt. Für Kinder bestimmt sehr beruhigend, das kann man wirklich vorstellen. Ja. Und sie prappelt auch und man hört den Herzschlag und sie ist eben sehr weich und kuschelig und soll dann eben ein Begleiter sein von morgen bis am Abend.